So, moin moin Party Peoples und herzlich willkommen zurück zu Fluffy, zu der nächsten Runde Hello Neighbor. Und ich sehe gerade, was, guck mal, wie der da steht. Und was hätten wir hier? Das ist verdächtig, ne? Genau hier beginnt das Spiel wieder. Hallo, hallo. Ja, oh, hier geht's schon. Ja, siehste, so schnell kann's gehen. Wir brauchen bloß den Speicherpunkt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, wann ich das Video hochlade und euch hiermit erreiche. So, den können wir jetzt oben ab. Oh, guck mal, hier kriegen wir auch nochmal schön die Info. Man läuft, es ist immer gut, mal eine Pause zu machen beim Spiel. Ich glaube, das kennen wir alle, gell? Man muss mal eine Pause einlegen und dann kriegt man wieder einen klaren Kopf irgendwann. Und sieht die Dinge meistens ganz anders. Das dürfte der sein. Ja, einer fehlt uns. Boah, ich hab das damals ganz oft gehabt bei Games. Gerade so Spiele, wo du wirklich nicht weiterkamst, ne? Hä, warte mal, hier ist noch einer. Nee, das ist der. Das ist der hier, okay. Ja, was können wir noch tun? Was können wir noch tun? Warte mal, dieses Bild da. Was haben wir schon angeguckt, ne? Aber trotzdem sieht das irgendwie anders aus als alle anderen, fällt mir gerade auf. Was war das? Jo. Komm schon, Digga. Da, da war er wieder. Der obligatorische Sprung. Ja, heute übrigens mal ohne Webcam hier. Ich habe keinen Bock, mich mehr zu stylen heute. Ne? Nein, nein, nein. Meine Lichtverhältnisse sind momentan einfach ein bisschen blöd hier. Dann spinnt der Greenscreen manchmal. Was heißt der Greenscreen? Noch mache ich es mit einem guten grünen Vorhang, der eigentlich dafür geeignet ist sogar. Weil, naja, so ein Greenscreen von Elgato zum Beispiel, der kostet auch einiges an Kohle, ne? Da ist ein Plattenspieler. Gelb, rot, grün, blau. Probieren wir es nochmal. Habe ich das nicht vorhin auch gemacht am Anfang? Da ging es aber nicht, ne? Ah, da geht's hoch. Warte. Ah, shit, müssen wir schnell sein. Ja, der letzte Pokal. Geil. Dann müssen wir jetzt eigentlich gleich das Ruder bekommen. Das Rad. Wo ist er denn? Lümmel? Ich höre ihn irgendwo hier unten. Okay, dann damit schnell darüber. Wo war das? War das hier? Nein. Da warst du. Ha! Eingesperrt in der eigenen Butze, du Lümmel, du. Okay, er kommt. Wartet nochmal. Warte mal, wir mussten durch den Schrank durch. Hier war's. Gehst du jetzt auf?
Ah, guck mal. Das Rot und Rot sich gegenüberstehen und Blau und Blau. Schlüssel. Oh, das war's wieder. Oder? Zahnrad. Zahnrad. Müssen wir zurück ins Museum, oder was? Das wirkt ganz danach, ne? Ja, wenn der Ladebildschirm kommt, dann waren wir eigentlich immer durch dort, wo wir sind. Was sagen uns denn die Vögel? Da hinten sind sie. Ja, die sind im Museum. Oder irgendwo da hinten auf jeden Fall. Oder ist das die Bäckerei wieder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das war knapp. Ach komm. Du bist an nichts schuld. Tschüssi. Bringt uns doch irgendwo hin, ne? Okay, alles klar. Hau rein, Dicker. Da sind sie. Solltet ihr hier neu sein, ja, mein altbewährter guter Spruch. Freue ich mich sehr über ein kostenloses Abo und ein Like. Denn das hilft mir immer sehr. Und freut mich immer sehr. Wer übrigens hoch? Wer ist oben? Okay. Na, Diggi, was machst du jetzt? Scheiße, ich glaube, da müssen wir hin, ne? Mit dem Schlüssel jetzt. Irgendwo war hier oben noch eine verschlossene Tür. Lass mal gucken, war es hier? Nee, hier war Schraubenschlüssel, okay. Da. Was haben wir hier? Ein Buch. Schraubenschlüssel! Okay, Falltür. Okay, er pennt nebenan, alles klar. Was haben wir denn noch? Hier könnten wir eh nichts machen. Oh, da können wir wieder was reinstecken. Aha. Feuersymbol, Mond oder was soll das sein? Da fehlt eins. Okay. Dann hätten wir jetzt schon mal den Schraubenschlüssel. Oh, das Buch. Nice, cool. Guck mal, hier geht eins nach dem anderen jetzt. Oh nein, hier brauchen wir... Okay, das ist aber bloß eine Fruchtmöglichkeit, genau. Das ist nur eine Fluchtmöglichkeit. Das Buch setzen wir direkt mal ein. Oh, das war's schon. Guck mal, der ist beleuchtet, das ist beleuchtet. Okay, das nicht, aber das, ja, das war Zufall jetzt. Dann hätten wir den Bärenkopf. Oh, was haben wir hier denn noch? Warte mal, hier muss auch noch was rauf. Das ist doch ein Fisch, ne? Ah, haben wir nicht unten noch den Fischkopf? Aber den haben wir schon mal eingesetzt da unten. Hm. Warte mal, ich hole mir erstmal den Fischkopf. Oh, der schläft aber lange.
Ey, wo war der Fischkorb nochmal? Hier. Ja, den können wir nehmen. Gleich mal probieren. Das war ein bisschen laut. Sorry. Sorry, schlaf weiter. Sorry, das war auch zu laut. Oh. Geh wieder schlafen, Digga. Geh wieder schlafen. Wir schaffen das ohne dich. Verspreche es dir. Oh Mann, ey. Der ist richtig schnell geworden, ne? Fällt das jemandem auf? Der ist richtig am Flitzen, der Typ. So, wo war der Fisch jetzt hier? Oh, guck mal hier. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sieht zumindest so aus, als wenn man da hoch kann. Wo ist er? Er ist unten, ne? Oh, ich bin mich erschrocken. Oh nein, warte mal, aber erstmal will ich auf der anderen Seite da mal hochspringen. Gucken, ob das funktioniert. Oh nein, eine Crowbar, die habe ich gar nicht. Oder? Warte mal, was war? Nee, das ist die Schere, ne? Oh, da muss ich nochmal ganz runter. Okay, da müssen wir nochmal ganz runter und die Crowbar holen. Die war hier hinten. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Ah, Antenne. Antenne für oben. Hier haben wir schon einen Fernseher. Der kann... Signal wiedergibt. Was, warte mal, irgendwas war doch passiert. Genau, da drüben. Ihm fällt natürlich voll nicht auf, dass die Falltür offen ist. Hier ist der Junge, oder? Nein, wir brauchen einen Schlüssel. Brauchen einen Schlüssel. Oh. Gut, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Und das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Was hat der hier um den Hals? War der Kult oder was soll das sein? Mal gucken, was sich da noch aufklärt. Alter, auf jeden Fall hat er ein ziemlich geiles Skelett hier. Oh, da ist er. Lecker Wasser. Ach, süß, ne? No, ich hab's geahnt. Du musst keine Angst haben. Du Pisse. Scheiße. Scheibenkleister. Okay, das scheint der Schalter zu sein. Wie spät ist das? Punkt 0 Uhr. Na super. So, Geisterstunde ingesperrt, jo. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Schere. Guck mal, ist die 5. So kriegen wir anscheinend die Zahlen hier.
5, 2, 3. Sünde. Sünde. Wo liegen die anderen Zahlen? Und wo ist eine Schere? Achso, 7, 5, 2, 3, 7 hätten wir. Und die letzte, die können wir sonst auch erraten. Aber, scheiße, ich brauche eine Schere. Oder habe ich die hier schon übersehen? Da ist sie. So, zwei grün. Zwei grün. Grün zwei. Oh, die sind falsch rum. Warte mal. Ja. Grün 2. Das heißt, ich muss einmal drehen. Ich glaube, ich muss einmal rumdrehen, ne? Ja. Neun, null, eins, zwei. Ja, da muss ich immer die gegenüber... Guck mal, 8 plus... Ja. Ich muss immer auf die 0 kommen sozusagen oder auf den nächsten Zehner. Also wenn ich die, auf die 8 komme, sind es noch 2, die ich brauche, bis zur 0. Okay, so kann ich auch rechnen. 5. Was war das? Lila, ne? Ja, 5. Das heißt, ich muss auch die 5 einstellen. Wenn ich jetzt richtig gedacht habe. Quatsch, gar nicht. Dann muss ich auf die 0. Da muss ich auf die 0. Scheiße. Okay. Bin ich jetzt ein zu weit? Nee. 7 grün. Hä? Warte mal. Hä? Wieso habe ich die? Ach, hier muss die 7 hin. Dann muss ich hier auf die 3, wenn ich richtig denke. Ja. Ja, was habe ich denn hier von gesehen? 3 rot, 2 blau. 3 rot, 2 blau. Muss ich hier auf die 7. Okay. Ich glaube, meine Denkensweise ist völlig verkehrt. So, blau. Was war das? Blau, ne? Blau 2. Blau 2. Da fehlt uns nur Orange. Schade. Das hätte ja klappen können. Nochmal. 5 haben wir lila. Das ist doch lila, ne? Farbenblind bin ich noch nicht. 5 ist lila. Oder ist der schon wieder ein zu weit? Oben? Muss der unten sein? Leute, mach keinen Cheat jetzt. Warte, erstmal überprüfen. 5 ist... Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich auf den Knopf gekommen. 5 ist lila. 7 ist grün. 3 ist blau. 3 ist rot. Ich bin jetzt da nämlich raufgekommen. Warte mal, 3 ist rot. 3 ist rot, blau war 2. Warte mal. Ich bin jetzt bei blau war 2, 5.
7, 8, 9, 0, 1, 2. Naja, 3, 2, 5, 7. Nur Orange ist nicht richtig. Müssen die hier oben sein, oder was? Hier in der Reihe. Okay, da muss die 3 hier ganz nach oben. Probieren wir das mal aus. Hier muss die 1 ganz nach oben. Ne, nicht die 1. Warte mal, 3. Jetzt geht's wieder. Was rede ich denn da? Doch, die 3. Ja, ja, genau, die 3. Ich muss ja umgekehrt denken. Mann, ey. Jetzt ist ganz oben die 5. Da muss aber denn die 7 hin, du Lümmel. Oh, das bringt mich völlig durcheinander. Jetzt ist die 7 ganz oben. In grün, ja. Lila muss die 5 sein. Dreimal drehen. Noch einmal, ne? Ja. Oh, Entschuldigung. So, blau war die 3 oder die 2? Blau war die 2. Mist, das war eben schon richtig. Einer noch. Zwei. Ich habe ein Gedächtnis wie eine Kröte, Mann. Und rot die 3. Okay. Rot die 3 ist schon. Hä, das check ich nicht. Eine von den Zahlen hier muss es ja jetzt sein. Aber wo soll ich den denn einstellen? Hä? Das sind doch die Zahlen, die ich hier finde. Mehr Zahlen gibt es doch hier nicht. Warte mal, hier habe ich auch den Streifen hier, den Strich. Hier sehe ich jetzt, es fällt mir jetzt erst auf. Bedeutet, es muss tatsächlich in die Mitte. Es muss in die Mitte. 752. Ein noch. Ja. Ist grün, lila, blau. Grün, 7, 5, lila, 2, blau, ne? Nur nochmal kontrollieren, genau. 3. 3. Finden wir denn wirklich nirgendwo die letzte Zahl? Die sollen wir uns dann einfach erraten, oder was? Ich kapiere es nicht. Es steht richtig, die 3 ist da. 7, 5, 2, 3.
Keine Ahnung. Drei. Drei ist doch rot. Ist das Spiel kaputt oder was? Mann! Es gibt auch keine weitere Zahl mehr. Absolut nicht. Null rot? Moment mal. Null rot? Wieso ist der denn hier rot? Der ist doch rot. Da fuck? Die 3 ist doch rot. Oder bin ich jetzt Muschugge, Alter? Das Ding hier ist auch rot. Kommt das nur durch die Lampe? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was denn der letzte, der uns fehlt? Orange, ne? Oder ist das hier die 3? Dass das einfach irgendwie täuscht. Und rot ist 0. Das kann nicht sein. Wird der so blöd bestrahlt hier? Das ist für mich... Okay, jetzt wenn man drüber nachdenkt, ist das eher orange, ne? Hätte ich den vorher gesehen hier, dann hätte ich wahrscheinlich gesehen, das ist dolle rot. Das könnte orange. Na gut, ist knapp. Egal. Weiter geht's. Rätsel gelöst. Da wollen wir hier mal unseren Ingo einsetzen. Hm, jetzt macht er wieder seine Geräusche. Er ist getriggert. Guten Tag. Oh. The fuck? Ich müsste jetzt die Antenne noch machen, ne? Die haben wir ja immer noch, wenn wir das nicht wieder irgendwie überspringen. Hier gibt es in jedem Fall soweit erstmal nichts. Okay. Wo sind wir? Ah, hier sind wir. Okay. Ich glaube, er hat sich hingelegt. Die Antenne. Da. Oh, was? Oh. Was ist er denn für einer, du? Nein, die ist zu. Wieso ist denn die Tür zu? Die ist tatsächlich zu. Okay, muss ich irgendwie von außen rum. Der Typ, du, der hat alles wieder abgeschlossen jetzt hier. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Nein, warte mal. Oh. Und die Antenne müsste ich ja eigentlich nur einsammeln wieder, ne? Das ist ein Typ, ey. Das sage ich euch. Ist er denn, der Typ? Wo ist er denn?
So, wie komme ich jetzt raus? This is the question. Übel. Wo ist er? Da hinten, okay. Komme ich hier nicht irgendwie aus den Fenstern? Ich wette, irgendwo komme ich noch aus dem Fenster. Es ist alles abgeschlossen. Ist alles abgeschlossen. Tatsache, der lässt mich nirgendwo mehr raus. Boah, ist der schnell geworden. Hui, man kommt gar nicht mehr weg. Musste direkt runterspringen, sonst ist hier finito Feierabend wie die Bumsi. Ja, kennt ihr das Wort? Feierabend, Fidi, Bumsi? Nee, ich auch nicht. Alter, okay, ich muss derbe aufpassen jetzt. Alles klar. Ich will ein bisschen umgucken und schleichen jetzt mal. Oh. Nicht wahr sein. Oh, guck mal. Oh, hier. Alter, legt der jetzt hier über seine Fallen oder was? Mein Bein wäre schon völlig durch. Wir brauchen wieder einen Schraubenschlüssel. So, was wir hier kriegen, ist auf jeden Fall klar. Ach, scheiße, ich kann mit nichts werfen jetzt. Das ist richtig bescheiden jetzt, ne? Ich brauche wieder einen Schraubenschlüssel. Wo war der? Der war oben, ne? Der war oben, da wo ich die Bücher, glaube ich, richtig gerückt habe. Oder kam da nur der Bär? Der lag im Buch, wenn ich mich... Guck mal hinten an seine Tasche. Fällt mir jetzt erst auf. Okay, er hat ein Hängerchen. Okay, großer roter Schlüssel. Nein! Fischi! Alter, kannst du jetzt mal den Schraubenschlüssel ordentlich ins Glas schmeißen, bitte? Das habe ich meine Jugend lang geübt, ja, und jetzt kann ich es nicht mehr. Oh, guck mal her. War auch nicht da, ne, vorher. Fakt ist, wir brauchen einen Feuerlöscher, das wusste ich. Und dass jetzt plötzlich hier einer montiert ist, das, ja, okay. Was so ist, das ist so. Er hat ein Hängerchen, ne? Aber ich muss jetzt mit dem Schlüssel zu ihm, also vor ihm, hinterinne bei. Und mit dem Jungen abhauen hier. Keine Angst, keine Angst. Den machen wir schon noch platt. Warte mal, ich muss den irgendwie nach oben kriegen. War nicht irgendwo eine Dusche? Ah nein, ich kann da nirgendwo mehr rein. Komm schon. Okay, aber aufgeschlossen haben wir immerhin. Und jetzt ist er sozusagen auch wieder frei.
Spiel hält ihn nicht mehr gefangen. Ich habe aber eben gesehen, wir brauchen da unten schon wieder die Crowbar. Hier. Ergo. Wir brauchen wieder was zum Aufwerfen jetzt, ne? Ich glaube, da gönne ich mir doch einfach mal den Feuerlöscher. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Scheiße. Holy Macaroni. Alter. Das kann nicht wahr sein. Oh, ist sogar offen. Scheiße, ich bin übers Glas gelatscht. Ah, das hört er immer. Deswegen kommt er zurück. Alles klar. Ich muss sehr vorsichtig. Alter, wo ist er denn hin? Ey, komm schon. Ich hab die Tür schon aufgehabt, du kleiner Sack, du. Tür ist offen, auf jeden Fall. Komm hoch hier, los. Komm, komm. Schnell. Ja. Oh nein, er kriegt Mitleid mit seinem... Vielleicht ist doch sein Vater, ich weiß es nicht, der ihn gefangen hält. Oh! Alter! Hä? Wer? Also laut Schatten hier groß ohne Glatze, ne, oder? Oho, okay. Das war's. Ist aber sehr offenes Ende. Was heißt sehr offenes Ende? Das könnte sehr gut sein, dass im nächsten Teil uns der Nachbar eventuell sogar hilft. Er hat uns jetzt angeguckt. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde das Ganze noch als Einteiler hier hochladen, als komplettes Spiel. Bedanke mich bei jedem Einzelnen, der geliked hat, der die Folgen gesehen hat. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte es vielleicht nachholen und denkt gerne an das kostenlose Abo. Und bewertet mich bitte. In diesem Sinne sage ich nochmals vielen Dank für alles und auch herzlich willkommen an die neuen Abonnenten. Und verabschiede mich hiermit. Lass das Ganze hier noch durchlaufen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.